So. Hi, da wären wir auch schon wieder mit Kingdom Hearts 2 und ich habe hier gerade gesessen, habe mir so gedacht, wow, die Musik von Twilight Town könnte ich mir gefühlt auch den ganzen Tag anhören. Die ist einfach so wunderschön, so ruhig, wie eine Idylle. Aber die Idylle von Twilight Town wurde schon etwas gebrochen im ersten Part, nämlich dadurch, dass Leute das hier von, ich wollte gerade sagen Herzlosen, aber nein, Nobodies, wurden Fotos geklaut und die hatten alle eine Gemeinsamkeit. Sie hatten etwas mit Roxas zu tun, also Roxas war auf den Fotos drauf. Fast so, als ob die Nobodies es auf Daten von Roxas abgesehen haben, was wir in der Cutscene mit mysteriösen Gestalten auch so bestätigt bekommen haben. Aber jetzt wollen wir erstmal uns in das unschuldige Leben in Twilight Town stürzen, solange wir das dann überhaupt noch können, weil es gibt ja einige Anzeichen dafür, dass das nicht lange so weitergeht. Um es mal so zu sagen. Struggle Fight. Just 2 days to go. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get him. It's a promise. Also dann wollen wir mal sehen, was uns das alles kostet. Eine Fahrkarte bis zum Meer kostet 900 Taler. Wie viel macht das für uns vier? 3600 Taler. 300 als Taschengeld für jeden. Was macht das? 1200 Taler, insgesamt also 4800. Wofür soll denn das Taschengeld sein? Für Brezel natürlich, was denn sonst? Na, für erfrischende Wassermelonen zum Beispiel. Zu teuer, da kostet eine doch 2000 Taler. Dann also Brezeln ja immer schön salty bleiben, ne? Also, wo waren wir stehen geblieben? Brauchen insgesamt 4800 Taler. Wie viel haben wir? Also ich habe 800. 650. 150, tut mir leid. Das sind 1600 Taler. Wir brauchen also noch 3200 Taler. Wir suchen uns einfach ein paar kleine Nebenjobs und verdienen uns was dazu. Wer von uns muss 800 Taler verdienen, bis der Zug abfährt. Wie er schön ignorierte, dass er kein Geld hat. Wir treffen unser Bahnhof mit unserem Verdienst. Hat er nicht gesagt, wegen des Geldes könnten wir ihm alles überlassen? Na egal, die Vorfreude auf die Brezeln motiviert genug. Wo er die Vorfreude, ihm gleich eine zu brezeln, wenn er das Geld nicht hat. Dieses wunderschöne Menü Roxas Tagebuch. Das habe ich mir noch nie angeguckt, tatsächlich, Roxas Tagebuch. Lieferung bergauf, Ballkünstler. Wir machen alles mindestens einmal, come on. Trage alle Briefe aus. Tricks. Ach, das war das Skateboard-Minispiel. Ich weiß, dass ich hier einmal ganz schön lang dran gesessen habe, das zu optimieren, als ich das gestreamt habe. Das war ein bisschen, naja, geschafft. Ja, das war keine gute Zeit, das kriegen wir besser hin. Danke, du bist eine große Hilfe. 50 Taler erhalten. Nee, das da kriegen wir doch besser hin. Die Briefpost, das ist halt irgendwie wirklich so eine Sache, ja gut, ne? Da kann man ziemlich, das kann man halt, glaube ich, schon hart optimieren, wenn man es drauf anlegt. Warte, wie? Aber wir haben es, wir sind anscheinend gerade nicht, ich bin anscheinend wirklich nicht gut darin, das gerade zu optimieren. So unter 15 Sekunden sollte doch auf jeden Fall machbar sein. Da bin ich mir sicher, wenn ich das einigermaßen hinbekomme. Oh mein Gott.
habe das Gefühl, das ist manchmal RNG, ob man die Taube da erwischt oder nicht, ne? Aber irgendwie habe ich fast immer eine identische Zeit, interessanterweise. Ja, vor allem, was ich halt in... Ich habe im letzten Part schon erwähnt, dass das hier ein sehr mutiger Einstieg ist, weil es halt wenig von dem typischen Kingdom Hearts Gameplay hat. Also das, wofür man Kingdom Hearts eigentlich kennt, das kommt ja alles erstmal ein bisschen später, um es mal so zu sagen. So, jetzt kriegen wir zum ersten Mal eine halbwegs vernünftige Zeit hier hin. Kommt alles wesentlich später. Und dementsprechend ist halt die Frage, ob man damit nicht Leute verschreckt. Aber dann muss man halt auch sagen, Kingdom Hearts 2, wann wurde das entwickelt? Ja, 2006 für PS2. Und da muss man sagen, da hat man eventuell noch länger in Singleplayer-Spielen verbracht, als man es heute tun würde. Und dann kann man sich so einen unerwarteten Anfang durchaus mal gönnen, wo man erstmal so ein paar Charaktere kennenlernen, sozusagen. Und ich finde, dieser Anfang ist auch sehr gut, um so ein bisschen Neugierde zu wecken, einfach. Weil wenn man überhaupt nicht weiß, was hier los ist, denkt man sich so, okay, aber was hat das jetzt mit dem Kingdom Hearts zu tun, das ich kenne? Wie gesagt, man kann halt nicht davon ausgehen, dass jeder Days und Chain of Memories gespielt hat. Finde ich eine sehr interessante Designentscheidung gewesen. So, wir haben den Wagen kaputtgeschlagen. Hoffentlich wirkt sich das nicht auf unser Gehalt aus. Nicht schlecht. 30 Taler, okay, das lohnt sich ja mal gar nicht. Und Ballkünstler. Dafür muss man hier... Muss man Ball länger in der Luft halten, genau, ja. Ach, come on. Das Wichtigste ist anscheinend, eine volle Kombi mit dem Ball zu machen. Und dann kriegt man da einigermaßen was rein. Also dann kriegt der Ball auch einiges an Höhe. Ich finde es auch sehr ambitioniert, dass dieser der Counter hier bis auf vierstellige Bereiche hochgeht, wo man sich halt so wirklich denkt, okay. Hier bis vierstellig hochzufahren, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben. Aber trotzdem, das ist halt schon heftig. Da braucht man auch einiges an Konzentration, dass man sowas dann auch abziehen kann. Aber naja. Ich finde, das hier ist halt auch eine interessante Art und Weise, so die Anfangsphase hier von Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 1 hatte das ja auch in gewisser Weise, dass du halt nicht direkt in dieses typische Gameplay geworfen wirst, sondern erstmal spielerisch an verschiedene Aspekte des Gameplays herangeführt wirst. Das finde ich halt schon ganz nice. Toll, du bist der Beste. 50 Taler erhalten. Wie viele Taler haben wir jetzt nochmal? 430. Okay, das heißt, das hier wird jetzt noch ein wenig dauern. Weil einerseits hat man hier das Movement. Und mehr oder weniger bei Sachen, die dann mehr auf Attack basieren. Oh, ich wollte unter 10 Sekunden sein und ich mache genau 10 Sekunden draus. Aber ich glaube, das mit dem Danke, du bist eine große Hilfe, ist, glaube ich, schon das Maximum, was man rausholen kann. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Naja. Würde mich halt auch nicht wundern, wenn es für unter 10 Sekunden dann noch was gibt. Auf jeden Fall kriegt man für, ich schätze mal, das ist für unter 20 Sekunden, wo man die 50 Taler bekommt. Ich bin mir gar nicht sicher.
Auf jeden Fall sind wir gefühlt länger bei den Sachen drumherum dran als an der eigentlichen Mission. Was, glaube ich, schon mal nicht so das schlechteste Indiz für unsere Effizienz ist. Komm schon, unter 10 Sekunden? Yes! Bekomme ich jetzt noch mehr Geld? Nö, so unter 10 Sekunden bekommt man nichts extra. Jetzt bin ich traurig. Nein, wir müssen das Ganze hier noch 5-mal machen. 5-mal? 5-mal, ja. Ich war gerade so, funktioniert mein Kopfrechnen gerade oder bin ich verpeilt? Aber nein, es funktioniert tatsächlich noch, ob man es glaubt oder nicht. Und es wäre schön, wenn ich das auch tatsächlich einigermaßen hinbekomme. Habe ich gehört. Aber hey, unsere Pace ist mit so... Es ist mittlerweile schon deutlich besser geworden tatsächlich. Dann machen wir hier wieder die gute Briefpost. Und dann ganz abgehen, ne? Oh mein Gott. Das hier ist irgendwie, fühlt sich ein bisschen unkonstant an, weil man hier hoch genug abspringt, um die Taube da zu erwischen. Aber naja, das ist alles noch okay. By the way, finde ich diesen Kasten links, wo die Aktionen stehen, die man machen kann. Der ist bei jeder Kleinigkeit angepasst. Also hier hat man das links in der Ecke, unten hat man jetzt das typische... ich wollte gerade sagen Traverse Town, Twilight Town Artwork, und hier hat man das dann dieses Skate Artwork, das dem Skateboard hier nachempfunden ist. Das ist so ein schönes Detail, und sind wir mal ehrlich, das müsste nicht drin sein. Niemand würde sich beschweren, wenn hier einfach das normale ich wollte schon wieder Traverse Town sagen. Traverse Town ist aus Kingdom Hearts 1. Wenn hier das normale Twilight Town Artwork sein würde, es würde niemanden stören. Aber diese Liebe zum Detail, dass dann eben dann doch dieses andere Artwork da ist. Und ja, ich finde diesen Anfang von Kingdom Hearts 2 so, ich sag jetzt mal, Game Design technisch hochinteressant, aber über alle, neue Bestzeit. Über alle von den Aspekten, die ich da im Kopf habe, kann ich jetzt noch nicht reden. Aber man hat ja oft in JRPGs so ein bisschen das Klischee der gebrochenen Idylle. Aber hier hat man nie die komplette Idylle von Twilight Town, um es mal so zu sagen. Weil man hat ja von Anfang an so... Also man wird ja praktisch reingeworfen mit der Begründung, hey, da ist irgendwas so ein bisschen faul, weil da fehlt irgendwas. Irgendwas Merkwürdiges geht hier in der Stadt ab. Das heißt, im Gegensatz zu anderen JRPGs, wo dann so ist, du bist in deinem Heimatdorf und dann wird dein Heimatdorf an... Und alles ist super, doch dann wird dein Heimatdorf angegriffen und du musst raus in die Welt ziehen. Das hast du hier halt nicht, weil hier ist von Anfang an diese Schwingung, dass man weiß, dass hier irgendwas gewaltig nicht stimmt. Das ist einfach die ganze Zeit vorhanden. Hast du Lust, mit dem mir beim Kunststück mit dem Ball zu helfen? Ich suche jemanden, der das kann. Was sagst du dazu? Dieser steilen Anhöhe, Briefe auszutragen, ist harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte jemanden, der mir dabei helfen kann. Was sagst du dazu, Pence? Rainer sagt, er kümmert sich um alles. Aber ich wusste, dass so etwas passiert. Du kannst ja an diesem Anschlagbrett anfangen und dann beim Anschlagbrett am Tramforum. Auch ein Anschlagbrett am Tramforum? Wusste ich gar nicht. Ich habe immer nur die Sachen hier gemacht. Hier gibt es auch was? Das war mir gar nicht bewusst. Plakatpflichten. Ich benötige jemanden, der schnell laufen und Brust an den richtigen Stellen aufhängen kann. Mir war wirklich absolut nicht bewusst, dass man das hier machen kann. Ah, wir müssen hier für den Struggle-Kampf müssen wir die Plakate aufhängen. Hätte ich das gewusst, hätte ich ehrlich gesagt ein bisschen nicht alles Geld da oben
eingesammelt und hätte dann hier unten vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Aber okay, ohne spätere Movement-Optionen ist das hier schon, fühlt sich das hier schon ein bisschen wie eine Qual an, not gonna lie. Vor allem, ich wollte gerade sagen, wie kommt man überhaupt hier hoch? Gerade wenn man späteres Movement in dem Spiel gewohnt ist, ist das hier schon ein bisschen eine Qual, not gonna lie. Ich will auch einfach nur die Plakate da oben aufhängen, Leute. Ich hoffe, das wird, ich muss nicht an jeder Stelle, wo so eine Plakatierfläche ist, auch ein Plakat aufhängen. Nee, aber es sieht so aus, als ob es deutlich mehr Flächen gibt als, als aufzuhängende Plakate, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Zumindest gibt es jetzt noch keine Anzeichen, dass uns die Flächen ausgehen würden. Und sagen wir es mal so, wir müssen ja nur noch wenige Plakate aufhängen. Dich habe ich noch gerade so gesehen, meine liebe Plakatierstelle. Mal so wie dich. Plakatierstelle nicht mit der Plagiatstelle verwechseln. Was? Aber ich habe das Gefühl, das war keine gute Route. Ich werde da jetzt auch nicht weiter irgendwelche Routen erkunden, sondern naja, das geht in Ordnung. Okay, was haben wir hier noch? Bienenjäger. Dann geht das hier mal wieder mehr so ein bisschen in Richtung Kampftutorial. Oh. Wenn die Bienen stehen bleiben, greifen sie an. Okay. Naja, so ein paar Bienenstiche können wir doch abhaben. Ich meine, so ein Bienenstich ist doch lecker, oder? Wahrscheinlich denken sich einige von euch, kannst du nicht einfach mit deinen bescheuerten Witzen aufhören? Nur einmal. Sehr gut gemacht. So, hier haben wir auch die 50 Taler bekommen. Und dann machen wir hier noch das letzte Müllentsorgung. Wir wollen Gerümpel fachgerecht entsorgen. Fachgerechte Müllentsorgung. Also wenn das nicht zu mir als deutsche Person passt, dann weiß ich es ja auch nicht. Wirklich gut gemacht, Junge. Dankeschön. So, aber jetzt machen wir uns auf zum Bahnhof. Wir haben hier jetzt genug gedroppt. Wir haben sogar mehr gedroppt, als der Steve es jemals in seinem Leben machen wird. Versteht ihr wegen Steve Jobs? Nein? Okay. Obwohl, mir fällt gerade auf, dass es makaber, weil ich glaube, der lebt nicht mehr. Ups. Ich habe nichts gesagt. Ich meine, es bleibt trotzdem in der Aufnahme, aber ich habe nichts gesagt. Hui. Moin, Hena. Super gemacht, Roxas. Ich habe genug verdient. Du bist ein wenig geschickter geworden. AP plus 1. Yay. Also dann, wir sind vollzählig. Wie viel haben wir zusammenbekommen? Mal sehen. Das ist alles. Ich wusste, du würdest es schaffen. Gar nicht übel, Roxas. Nice work, everyone. Added to what we started with, we now have... Tada! 5,000 money! Sweet! Let's get tickets. We can't be together forever, so we better make the time we do have something to remember. Huh? A time gotcha. To remember. Sind wir hier wieder in den 2010ern gelandet? Was? Ne, das war A Day to Remember, hieß die Band. Whoa. Stimmt, da war was. Huh? Ah. Was wieder diese Gestalt? What? Roxas! 3 minutes! Okay.
Was war denn diese Gestalt? Diese geschwalten Gestalt in der schwarzen Kutte? Roxas, the money. Wait. No. Huh? He took it. Where are you going? Remember when I fell? I had the money before that. I bet that guy took it. Guy? He couldn't have gotten too far. What are you talking about? There was no guy, huh? But he... There wasn't? Really? Oh boy. There wasn't anyone there? Eine sehr, sehr merkwürdige Situation. Aber es war ja auch nicht die merkwürdigste Situation, die wir hier hatten. Um es mal so zu sagen. Aber nicht die einzige merkwürdige Aktion. Da war ja immer noch die Aktion mit den Bildern am ersten Tag. Und die Sea Salted Ice Cream da oben auf dem Glockenturm. Sorry. Cheer up already. That was definitely weird, though. Auch eine Parallele zu Days. You said it. Can you feel Sora? Can you feel Sora? Restoration at 28%. Ich glaube. Namine. Hurry. Das kann man mit Ja beantworten, wenn man seine Träume so gesehen hat. Is it really that hard to make a beach? We'd be giving the enemy another entry point. And this? We can always buy some sea salt ice cream. Wow. Objects from that town must be kept out of the real world. You can delete that. Raus aus der realen Welt. Okay. Was auch immer sie damit meinen. As the keybearer, you must already know. One must not meddle in the affairs of other worlds. So many places I want to see. Ja, Ariel. I know I'll get there someday. Thus, I do hereby dub the junior heroes. Hey, what do you mean junior heroes? You rookies still don't understand what it takes to be a true hero. Oh man, Phil. I wish for your freedom, Genie. Ow! Sally, why didn't I listen to you? Don't feel bad, Jack. We'll come up with another plan for Halloween. Next time, we'll do it together. Oh, das sind alles sehr schöne Szenen aus Kingdom Hearts 1. I am Mushu! Die Beschwörung von Mushu. Riku? Die Szene in Moby Dick. What are you doing here? Did you find her? I still can't believe it. I really flew. Wait till I tell Kai. I wonder if she'll believe me. Probably not. Dann die Peter Pan Welt. I'm searching too. For your light. Don't lose sight of it. Sora, where are you going? Aha, oh, der 100 I'm acre wood. Friends. They're waiting for me. Well, mit den netten Minispielen, die man da hat. You should be asking about her. Da haben wir wieder diesen Typen, der anscheinend irgendwas am Generieren ist oder sonst irgendwas am Machen. Da haben wir Namine. Und ich find das so weird, wie klein Namine als Charakter ist. Also, who are you? Namine ist wirklich tiny. Also keine Ahnung, 1,20 Meter oder so. Wenn es hochkommt. Oder halt eben nicht hochkommt. Ihr wisst, was ich meine. Huh?
Aber sie scheint ja... Das war der Tank, in dem Sora gefangen ist. Und sie scheinen damit irgendwas zu machen. Kommt alle zum Bahnhof. Heute geht's auf zum Meer und keine Sorge wegen des Geldes. Heyna. Vielleicht sollte ich Heyna fragen, so, hey, na, wie geht's? Nein? Okay. Dann lassen wir den Spruch. Es hat mich gewundert, dass ich so lange gebraucht habe, um mit dem, um den Spruch zu merken. Aber anscheinend wollen diese Leute, die man da der Cutscene gesehen hat, in, genauso wie der an dem PC, wollen nicht, dass Roxas das Areal da verlässt. Hallo, Roxas. Na, Mané. Hi. And you are... I wanted to meet you at least once. Me? Yes, you. Ich meine, wenn Roxas dir gegenüber groß aussieht, dann musst du halt wirklich enorm klein sein. Wohl, da ist sie gar nicht so klein. Da, es gibt diese eine Szene in Chain of Memories. Hey, you wanna come with us? Wo man sieht, wie klein die ist. Und das sieht halt wirklich komisch aus. He's stalling. Very well then. We'll see you later, Roxas. Okay? Yeah. Did she go to that haunted mansion? Nein. Diese mysteriöse Person im weißen Kleid geht doch nicht zum Geisterhaus. Wie kommst du denn nur darauf, Roxas? Ich finde es auch super, hier ist so eine riesen Wand um die Stadt. Und da ist einfach so ein Loch, das in einen dunklen Wald und zu einem Geisterhaus führt. Und hier haben wir dann wieder ein paar Nobodies. Let me go. Ja, die ist anscheinend auf Roxas abgesehen haben. Who's that? I don't know, but they've already crossed the line. Find a weapon. Kämpfe gegen den mysteriösen Gegner. Gegen die Nobodies. Ja, ich kann es ja auch erstmal wieder nicht treffen. Jetzt war der erstmal kurz verwirrt. Hey, wo bist du denn überhaupt? Wer bist du? Wo bist du? Kann ich dich hitten? Auf einmal sind sie wieder eingefroren. Das haben wir jetzt ein paar Mal, dass verschiedene Leute in dieser Welt eingefroren wurden, nur Roxas nicht. Roxas, use the Keyblade. Und da haben wir jetzt wieder den Ort des Erwachens mit seinem so schön ikonischen Theme. Das auch in Kingdom Hearts 1 auftritt. Feste in die Hand nehmen. Ist mir Weisheit wichtig? Ja, und wie? Ich will Magie nutzen, hallo? Kraft des Magiers erhalten. Ich weiß, das gibt auch einem so ein bisschen den Pfad vor, wie sich die Stats entwickeln und wie sich die AP entwickeln, die Ability Points entwickeln, die man bekommt. Besiege all die mysteriösen Gegner. Ja, jetzt können wir das ja auch. Auch wenn wir, ich finde es super, wir haben Magie geholt, ohne Magie überhaupt an diesem Punkt des Spiels überhaupt schon nutzen zu können. Aber naja, das ist okay. Zumindest für mich im Moment.
jeden Fall hauen die Gegner hier schon mal ganz schön rein. Ich hole mir mal ein bisschen Gesundheit und Taler zurück, ne? Ist ja bestimmt nichts dagegen. Mein lieber Nobody. Die auch Menschen. Roxas kann von nun an Abilities einsetzen. Das kenne ich schon alles, deswegen drücke ich die Tutorials weg. Ich hoffe, das stört dann auch niemanden. Und wir haben... Und wir bekommen hier eine Kiste. Was ist denn so eine schöne Kiste drin? Abilities? Ja, ja, kenne ich. Das kenne ich alles schon. Roxas. Steh auf, Menschen. Schadenskontrolle. Ja, genau, das war die Sache, die ich haben wollte, weil die ist so cool. Dann kann man sich in der Luft recovern. Eine Potion. Wie nett. Ja, man kann das auf einen Shortcut legen, aber sind wir mal ehrlich, das ist an diesem Punkt noch nicht so wirklich relevant. Dann haben wir unsere Tür hier raus. Sei vorsichtig. Hinter dieser Tür liegt eine gänzlich andere Welt. Aber fürchte dich nicht. Bleib nicht stehen. Von nun an, wenn deine HP auf 0 fallen, heißt es Game Over. Denk dran, deine HP-Leiste immer rechtzeitig aufzufüllen. Ja klar denke ich daran. Wäre auch eine Schande, wenn ich an sowas nicht denken würde. Hallo? Für wen haltet ihr mich? Dann gehen wir mal noch durch diese Tür. Auf den Ort der Berufung. Ich habe doch gewusst, wir stehen hier vor Gericht, deswegen ist das hier auch der Ort der Berufung. Nein? Okay. So, ich zeig dir jetzt mal, dass ich gute Stellung im Spiel habe. Besser als Philipp Lahm zu seiner besten Zeit. Was? Anyway. Oh, hier sind jetzt ein paar von denen. Wir sind wahrscheinlich in letzter Zeit so viele Fußballanspielungen in meinen Parts. Ich habe actually keine Ahnung. Ich laber einfach nur drauf los und guck, was da so aus... Oder hör mehr oder weniger, was aus meinem Mund rauskommt. Abwehrkraft hoch. Oh ja, das nehme ich gerne. Ich meine, ich würde halt Magie hoch auch super gerne nehmen, aber ja, dafür müsste ich halt jetzt erstmal Magie lernen. Und ich habe noch keine Magie, also nehme ich erstmal Abwehr. Weiß nicht, bekam man die Magie mit Level ab oder mit Story? Mit festen Story-Punkten. Also, dass man die, keine Ahnung, wenn man irgendeinen Boss besiegt halt bekommt, you know? So, hier war aber noch einer von den Kollegen, ne? Ja. Da ist doch richtig im Kopf. Ich habe mir nämlich so gedacht, warte, bin ich verpeilt oder war hier wirklich so einer? Es ist auch überhaupt nicht nervig, wie sie sich um einen herumwinden. Nein, nein. In welcher Welt ist sowas denn nervig? Ich war gerade so, verschwindet hier die Tür oder kommen oder spawnen hier einfach nur Gegner. Ich wusste irgendwas davon passiert, aber ich wusste nicht mehr was. Nein. Du divest jetzt nicht auf mich drauf. Das ist die Aufgabe deiner anderen Kollegen anscheinend. Und selbst das lasse ich hier nicht zu, damit das klar ist. Okay, vielleicht lasse ich das einmal zu, aber auch nur einmal. Mein lieber Nobody. Nehmen wir noch hier. Nein, der Taler ist vor meinen Augen verschwunden. Was soll das? Finde ich nicht okay. Finde ich absolut nicht okay. Und
Und da haben wir jetzt sozusagen unseren Bossfight. Gegen einen sehr großen und sehr mächtigen Nobody, der in der Mitte so einen Reißverschluss hat, genauso wie Organization 13 Mitglieder. Nur halt in komplett weiß. Aus Gründen, I guess. Okay. Was passiert hier gerade? Wieso bin ich gefesselt? Kannst du aufhören, mich so anzuglotzen? Finde ich nicht sehr nett. So, zack. Wir haben den Mondsturz hinbekommen und jetzt können wir dich hoffentlich auf regulärem Weg bekämpfen, ohne dass du uns jetzt wieder fesselst. Wo auch immer du jetzt rauskommst, rausgewindest, mein lieber Gegner. Ach, er will uns erstmal hier runterstürzen. Wenn es sonst nichts ist, können wir ihm da nicht sein eigenes Stuff wieder zurückschleudern? Yes, sehr schön. Und jetzt Schlüsselschwert raus und schön auf den Kopf einprügeln, habe ich gehört. Auch wenn ich bezweifle, dass diese Dinger Gehirne haben, aber naja. Um den Kopf zu attackieren, setze Stellung im Spiel ein. Verstehe. Und so können wir uns praktisch da hochboosten. Komm schon. Wir kommen doch jetzt da hoch, oder? Jawohl. Aber wir müssen das Stellungsspiel immer wieder neu optimieren, sozusagen. Da ist das Stehaufmenschen und ich finde das halt ehrlich gesagt so wichtig. Ich ignoriere einfach die kleinen Dinge und gehe direkt hier auf den Kopf. Oh verdammt, da wurde ich erwischt. Ich erkenne hier noch nicht genau das Muster, wann ich hier Schaden bekomme. Ja, ist ja gut, dann nehme ich mir halt einen Pauschen. Mein Gott. Der mich gerade gar nicht mal so gut an, kann das sein? Oh, jetzt werden wir wieder gefesselt, ne? Ja, jetzt ist es wieder ich wollte gerade sagen, die Bondage-Nummer. Ja, wir ignorieren, dass ich das damit in Assoziation gebracht habe. In verdammt nochmal Kingdom Hearts. Komm schon, das muss doch, der muss doch gleich irgendwann mal down sein, oder? Okay. Wollt bitte auch eine Potion werfen. Was soll das? Und ich muss halt sagen, ich habe dieses Theme, dieses Boss-Theme so oft gehört und ich liebe es immer noch. Was man hier gerade im Hintergrund hört. Eigentlich nicht im Hintergrund. Man hört das permanent, aber trotzdem. Ich liebe das Film einfach sehr. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Kingdom Hearts als Franchise generell sehr mag. Auch wenn ich absolut verstehen kann, wenn es nicht den Geschmack von einem selbst trifft, aber naja. Oh mein Gott, und ja, ich habe ganz vergessen, wie furchtbar dieser HP-Low-Sound ist. Aber das ist okay, wir haben den Kampf geschafft. Das war knapper, als mir lieb war. Und ich habe das Gefühl, ich bin so Kingdom Hearts-technisch ein bisschen eingerostet, aber das ist okay. Das ist absolut in Ordnung.
Und dieses Ding verschwindet eine Wolke aus Dunkelheit, die Roxas anscheinend auch zu verschlingen scheint. Aber dann kommen. Aber anscheinend scheint Namine ihm noch gerade da rausziehen zu können. Also so davon, wie Plass die Hand war, schätze ich, das war Namine. Ja, es war Namine. Okay. My name is Namine. Roxas. Do you remember your true name? Say no more, Namine. But if no one tells him, da sieht man, wie klein sie ist. It's best he doesn't know the truth. Hey, you're that pickpocket. Dieses verdammte Ablenkungsmanöver. Cypher, strike a pose, you know? How's this? That's totally perfect, you know? How about one more, you know? What's that for? Keepsake. Those freaks in the white jumpsuits are gone, you know? Cakewalk. What were those things? Outsiders, that's what. And if they don't wise up to the rules around here, I might have to take disciplinary measures. Oh yeah. Ich frage mich, wie das Ganze aus ihrer Sicht ausgesehen hat. Aber naja, wir werden es nie erfahren. Ja, so die Gesichtsanimationen waren zu der Zeit noch nicht die stärkste. Man merkt, dass es ursprünglich ein PS2-Spiel war und das hier nur ein Remaster und kein Remake ist. So, you hung out with Cypher's gang today? No, it's not like that. Oh yeah, how was the beach? Wasn't that today? We didn't go. It wouldn't be the same without you, right? Sorry. Hey, how about we go tomorrow? We could get those pretzels and... I promised I'd be somewhere. Oh. Oh. Das Turnier. You and I have to make the finals. That way, no matter who wins, the four of us split the prize. Okay, you're on. You two are gonna clean up. Go get them. Also, wir wissen halt... Nicht das ganze Zeug, das mit Roxas zu dem Zeitpunkt da abgeht, ne? I'm out of here. Restoration at 48%. Die Wiederherstellung. Was that Namine made of data? No. Namine hijacked the data herself. Interessant. Look what she's done now. She's totally beyond my control. Calm down. It doesn't matter. As long as Namine accomplishes her goal, we needn't worry about what befalls Roxas. Man weiß nicht, was sie vorhaben, aber... Rücksichtslos gegenüber Roxas sind sie allemal. Also, ich weiß, was sie machen und was sie vorhaben, aber... Sag's halt nicht. It's up to me. Ah, hallo Bastion. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. Well, I'm not gonna betray Sora either. I'm blinded by Sora. My friends are my power. So, your heart won this battle. Und Soras Begegnung oben in Hollow Bastion. Der Kampf gegen den ein Organisation Mitglied. Lead me into everlasting darkness. Sora! Forget it. There's no way you're taking Kairi's heart. Thank you.
We may never meet again, but we'll never forget each other. Oh, sehr schöne Szene. Our hearts will bring us together again. Aber das sind nur Szenen aus Hollow Bastion, oder? It's my lucky charm. Be sure okay, nee, das ist das Destiny Island. Glaube, nee, warte, das ist Trevor's Town. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always wieder Hollow Bastion. Wenn ich richtig im Kopf habe, Hollow Bastion ist ja auch die Map, die in Kingdom Hearts, wollte ich sagen, drin ist. Mhm, in Super Smash Bros. Drin ist. Aus Kingdom Hearts. Und Roxas fragt immer noch, okay, was hat's denn jetzt mit diesen verdammten Träumen auf sich, die er hat? Promise. Er hat versprochen, zum Turnier zu gehen. What a mess. Ja, mit was Roxas sich da alles rumschlagen muss. Naja. Schnell zum Turnierplatz, sonst kommst du noch zu spät. Ja, da könnte ich jetzt hin. Ich wollte aber vorher speichern und den Part beenden. What? Er sagt, dass ich dafür speichern. Obwohl, nee, komm. Machen wir das noch. Ich warte bis zum schönen Punkt, wo ich speichern kann. Dann wird der Part hier halt ein bisschen länger. Ich hätte ihn ja auch theoretisch am Ort des Erwachens auch beenden können, aber hab's nicht gemacht. Ladies and gentlemen, struggle fiends of Twilight Town, it's time for summer's most sizzling clash. That's right, today is the day for the struggle and title match. Who will be the one to break through the ranks and take on our champion Setzer? Cypher, you know? Ah, stimmt, Setzer, da war ja was. Today is our new Struggle Champion! Jetzt sehen wir uns erstmal an. Yes, the crowd is fired up, so you know what comes next. Let's struggle! So, jetzt sehen wir uns erstmal an, wie sich Halbstarke verprügeln. Und das alles nur um gegen. Um das alles nur gegen einen erwachsenen Mann zu kämpfen, gegen den sie wahrscheinlich sowieso verlieren. Yay! Cypher! Completely out of nowhere! Who knew he'd make it so far this year? Vivi! An underground favorite and local attitude problem. Hainer! Local attitude problem. And struggler number four, who happens to be my absolute favorite customer, Roxas! So, who will win this sweltering summer struggle? Who will take home the grand prize? The summa cum laude of struggle, the four crystal trophy! And a chance to take on our defending champion, Setzer! Setzer, der ein bisschen interessant, der sehr ähnlich wie Ansem aussieht aus Gründen. Ja, okay, dann werde ich hier jetzt speichern und den Part beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo da. Alles sehr, sehr gerne gesehen. Und ich hoffe, ihr habt auch noch Bock auf ein bisschen mehr Kingdom Hearts 2. Wenn, ja, könnt ihr ja mal wieder reinschauen. So oder so wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Resttag, wann und wo auch immer ihr das hier schaut. Und ich hoffe, wir hören uns dann in naher Zukunft wieder. Ja, bis dann. Ciao.